Ja, ganz herzlich darf ich Sie alle hier begrüßen nach der Begegnung Königshagen gegen die Eisbären aus Bremerhaven. Ein Spiel voller Emotionalität, ein Spiel fast auf Augenhöhe. Douglas Bradley, dein Statement zu diesem Spiel, bitte. Ja, erstmal muss ich ein Riesenkompliment geben auf die Jungs. Durch die kurzfristige Auswahl von Jason Kane gestern im Training, auch die Auswahl von Terrell Martin, das sind zwei richtige Spieler, das nicht dabei. Die eine ein bisschen langfristig, aber die eine so kurzfristig. Trotzdem mit der kleinen Rotation, die erste Halbzeit ein bisschen verschlafen. Therefore, Phoenix war ziemlich wach. Er hat, glaube ich, meiner Meinung nach eine gute Chance wegzuziehen. Wir haben immer das Spiel zurückgekämpft. War ich eigentlich zufrieden in der Halbzeit, wo ich habe gedacht, okay, wenn wir ein bisschen mehr Intensität haben in der Verteidigung, ein bisschen mehr geduldig in den Angriff, haben wir gute Chancen. Und in der zweiten Halbzeit, wir haben wesentlich besser verteidigt, haben immer noch unsere Momente, klar, aber im Angriff haben wir gute Ballbewegung, wir haben einfache Punkte produziert und in die letzten zwei, drei Minuten, meiner Meinung nach, sehr, sehr starke Mannschaftsverteidigung. Der war oft, wo Hagen in die letzte Sekunde, letzte zwei Sekunden immer was reinforcieren muss, wo wir haben die Abschulung ziemlich gut weggenommen teilweise. So, bin sehr zufrieden. Es war, als ich gesagt, schade für Jason, dass er die Verletzung gezogen, aber davor ein guter Sieg für die Eisbären. Danke. Herzlichen Dank, Douglas. Ingo, haben wir die zweite Halbzeit vergleicht? Nicht nur die zweite Halbzeit. Ganz, ganz wichtig war das Ende der ersten Halbzeit. Wir haben die erste Halbzeit gut gespielt, gute Entscheidung getroffen und haben dann, weiß nicht, zwei, drei Minuten vor Schluss bei einer Auszeit und die Mannschaftsfoul steht 4-1. Das heißt, wir hatten erst einen Foul und so eine Situation muss man einfach ausnutzen, um am Ende mit 10 Punkten dann in die Halbzeit zu gehen. Und genau das haben wir nicht geschafft. Wir haben eine schlechte Entscheidung getroffen, nicht ausgespielt und dann ist Bremerhaven am Ende nochmal rangekommen der ersten Halbzeit. Und damit fing es eigentlich an. Zweite Halbzeit war das Spiel teilweise noch ausgeglichen und dann so ein Momentum auf der Seite von Bremerhaven. Es ging nur um einen Ballgewinn oder einen Dreier und sie führen mit ein paar Punkten. Unsere Köpfe gehen runter und man hat ganz genau gesehen, Bremerhaven war in der Situation die Spieler im 1 gegen 1 mental einfach stärker als meine Spieler. Und dann haben wir es auch nicht geschafft, gute Entscheidungen in Offense zu finden. Jeder hat sich ein bisschen zurückgenommen, hat auf den anderen geguckt und dann produziert man Turnover, die machen einfache Punkte und dann hatten wir am Ende auch gar keine Chance mehr. Also das war einfach, wir haben schlechte Entscheidungen getroffen und waren mental unterlegen. Und da sieht man, wie wichtig es ist, dass man einfach noch einen Leader auf den Guard-Positionen mehr hätte, der so ein Spiel einfach in die Hand nimmt. Und da haben sie sich gegenseitig oft angeguckt, hier, was spielen wir jetzt oder mach du, ich bin gerade nicht so gut drauf. Das war der Grund. Ich fand, wir hätten auch eine große Chance gehabt, heute zu gewinnen gegen Bremerhaven, gerade weil sie so angeschlagen waren. Und es sah ja auch lange Zeit gut danach aus. Aber wir haben uns immer selber wieder aus dem Spiel genommen. Und dann konnten wir am Ende nicht gewinnen. Herzlichen Dank, Nico und Ingo. Die letzten zwei, drei Minuten wurde der Ball zu spät und zu lange nicht unter den Korb gebracht. Ah, das hast du so schön gesehen, ja? Jo. Oh, stark. Hut ab. nicht unter den Korb gebracht, das ist ja eh nicht unsere Stärke, und dann war unter den Korb zu bringen. Aber wir hatten oft Stärken im Fastbreak am Korb abzuschließen. Und da hat man auch gesehen, dass wir nicht das Selbstvertrauen hatten gerade. Trey macht da einen Turnover, TJ nimmt einen Halbdistanzwurf, einen ganz schwierigen. Alles in so einer Phase, wo es unentschieden steht, wo wir einfach mental in dem Moment besser sein könnten. Und das war der Grund. Ja. Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer, bitteschön. Wir hatten den Eindruck, dass eigentlich ein Brandon Brooks ziemlich lange, ziemlich gut den Ball nach vorne gebracht hat, hatte 9 Assists da stehen. Und dann gab es irgendwann eine Szene, irgendeine Phase, da hat er dann wieder gemeint, selbst eigentlich mehr zum Korb ziehen zu müssen. Und das Mannschaftsspiel war vorbei. Und das war so ein bisschen so ein Knackpunkt. Nachdem ging es auch nicht mehr wieder zurück, auch nicht mehr eine Auszeit von deiner Seite. Was passiert da? Weil eigentlich war er doch eigentlich ganz gut im Spiel. Ja, das ist nicht Brandons Qualität unbedingt, das Spiel zu beruhigen
straighten Aufbau anzusagen, sondern er liebt eher das Spiel 1 gegen 1, im Korb zu gehen, zu scoren. Und da fühlt er sich wohler. Und es ist schön zu sehen, wenn er in Phasen des Spiels schon es schafft. Aber er muss es halt versuchen, das ganze Spiel über zu schaffen, in der Konstellation, wie wir gerade spielen. Dann hilft er uns noch mehr. Gibt es weitere Fragen? Gesagt, es wäre schön, wenn ihr noch einen Leader hättet, der Spiel am Ende in die Hand nimmt. Die Probleme sind bekannt, was das ist. Seid ihr da näher an einer Lösung dieser Frage? Nee, überhaupt nicht. Wir hätten schon fast eine Lösung gehabt, die hat sich wieder zerschlagen und man ist immer wieder neu auf der Suche und man arbeitet immer weiter die Liste ab, aber es ist, wie gesagt, in dieser Phase, gerade in der Saison, nicht einfach, da den perfekten Spieler zu finden, der genau das Profil hat, was wir suchen. Ja, gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht mehr der Fall. Douglas, dann danke ich dir ganz herzlich für die Pressekonferenz. Euch eine gute Heimfahrt und Gratulation nochmal zum Sieg des Spiels. Damit ist die Pressekonferenz beendet. Ich danke Ihnen.